Das ist das erste Mal bei Bongo Boulevard, dass ich mich wirklich auf einen Gast gefreut habe. Nein, das war ein Scherz. Ich freue mich jedes Mal auf unsere Gäste. Aber heute freue ich mich ganz besonders. Warum? Weil ich den schon lange kenne. Wie lange kennt ihr euch schon? Das weiß ich nicht. Genau, vielleicht 5 Jahre oder so. Aber wir haben es nie irgendwie geschafft, mal was zusammen zu machen. Und heute ist der Tag. Geil. Heute ist der Tag gekommen. Soll ich dir sagen, wie es dazu gekommen ist? Wie kam es dazu? Wir saßen beim Webvideopreis. Oho! Neben mir saß der Manu und vor mir saß die ganze Julian Bam-Clique. Und auf der Bühne war ein Flügel. Und wir saßen da und haben in dieser Gruppe darüber gesponnen, wie geil es wäre, wenn jetzt so ein Flitzer käme, aber kein nackiger, sondern ein Klavierflitzer, und sich da einfach hinsetzt und einfach den geilsten Scheiß runterspielt, den sich die Welt vorstellen kann. Und alle da sitzen und sagen, what the fuck? Und wir hatten eine Person aus unserer Gruppe schon ausgeguckt für diesen Job, aber er war zu höflich, um es zu tun. Und dann haben wir da den ganzen Abend so einen Gag drüber gemacht und dann dachte ich, ey, dann komm doch mal in Bongo Boulevard und mach uns da den Klavierflitzer. So, jetzt ist er da. Jetzt ist er da, unser Klavierflitzer. Geil. Hier ist Vincent Lee. Hallo. What the fuck? Voll geil, hey, dass du da hallo. Bist. Hallo. Hi. Der Klavierflitzer, haben wir gerade gesagt. Ach so, ja. Weil ich erzählt habe, wie wir beim Webvideopreis alle da saßen und dich überreden wollten, zum Klavierflitzer zu werden. Ja, wolltet sogar spenden. Aber ich stimmt, wir haben sogar Geld, das habe ich fast vergessen. Kein Meter wollte ich da, ne? Ja. Ja, nee, obwohl beim Tausender hätte ich da wahrscheinlich mir das nur überlegt. Das ist Vincent Lee. Und das, was hier gerade passiert, mag er eigentlich gar nicht gerne im Mittelpunkt stehen. Denn eigentlich bleibt er lieber im Hintergrund. Ist im Team von Julian Bam der Soundmeister. Und was für einer. Er produziert alle Songs, schreibt neue, baut Songs nach, vertont Videos, pimpt Musikbibliotheken und nimmt für ganz normale Ask Ru-Videos sogar Folies auf. Also vertont Geräusche, Papierrascheln, Treppenschritte und andere Sounds, wie man das aus Hollywood-Filmen kennt. Für YouTube-Videos. Sonst hält er sich aus dem YouTube-Kindergarten lieber raus. Vielleicht, weil er selbst 2 eigene Kinder zu Hause hat und seiner Tochter versucht, die Verantwortung für das eigene Handeln beizubringen, die er bei so manchem YouTuber vermisst. Von Eltern, die ihre Kinder in Vlogs vermarkten, hält er wenig. Seine Familie ist privat. Und er ist froh, dass er für seine eigenen Songs und Produktionen nicht in der Schnelllebigkeit von YouTube unterwegs ist. Er lässt sich gerne Zeit, ist Perfektionist und vielleicht auch ein bisschen zu schüchtern und bescheiden für das Rampenlicht der Webvideo-Zirkusmanege. Klar, dass er dann nicht den Klavierflitzer macht und sich beim Webvideopreis einfach an den Flügel setzt. Aber eigentlich auch schade. Denn wenn jemand eine Bühne und Rampenlicht verdient hätte, dann er. Und so haben wir ihm eine gebaut. Mit Scheinwerferlicht und Flügel. Aber das weiß er noch nicht. So weit sind wir noch gar nicht, denn noch denkt Vincent, wir würden eine ganz normale Folge aufzeichnen und hat dafür seinen Freund und Rapper-Kollegen John mitgebracht, mit dem er gemeinsam den Song Gone aufgenommen hat. Marty, würdest du den guten John mal kurz ansagen? John! Willkommen, willkommen! Schönen guten Abend. Hallo. Willkommen im Bongo Boulevard. Dankeschön. Juhu. Nehmen Sie Platz? Ah nee, warte mal. Doch. Ey, hier. Ja. Wegen so Folies und so Musik machen. Und auch wegen den Tasten und so. Ja. Dachten wir, wir machen einen kleinen Ausflug mit dir. Was geht ab? Wir gehen jetzt mal einen Ausflug machen. Okay. Ja, dann. Cool. Sagen. Alle kommen mit? Ja. Das Geilste ist, Marty weiß auch nicht, wieso gehe ich denn vor, wenn ich die. Genau. Du weißt auch nicht? Nö. Was? Nein. Mach doch nicht, als wärst du ein YouTuber. So, achso, muss ja mitnehmen. Ja, echt, ja. Hier schneiden wir ein, oder? Oh. Ah, der ist, guck mal, der ist Bongo-blau. Okay, das ist ja wahr. Gibt's Sitzreihenfolge? Kommt mir vor wie in Taken. Nur einfach nur. Warst du hier schon mal? Nee, ich bin ja, was Berlin angeht, eine richtige Jungfrau. Das ist sehr schön. So, wir sind schon da. Funkhaus Berlin. Okay. Na gut. Okay. So. Okay. Ja, ich kriege das nicht mehr raus, ne? Dieses okay. Okay. Es ist vor allem so, so eine Mischung aus gespannt und ängstlich. Ja. Okay. Vorsichtig, was du brauchst.
Warte! Okay. So. Oh, scheiße. Kacke, was? Willkommen im Funkhaus. Wenn du dir zum Beispiel die Treppe anschaust, dann ist die nicht zufällig so, sondern die ist tatsächlich so, weil wir hier Hörspiel-Sounds aufgenommen haben, aufnehmen. Oh. Also aus einem anderen. Kann man da drauf? Runter? Ja, ja, klar. Springen Sie. Krass. Ja, so ein Raum brauche ich. Das finde ich total. Das muss ich gerne. Sehr wenig. Ich habe gerade eine Gift bestellt, die so richtig knarzt. Nee, gar nicht. Alles cool. Krass. Ey Martin, wir müssen eigentlich jetzt hier machen. Das ist die große bunte Vincent. Schau, wir sind alle mit dabei. Boah, krass. Also du musst dir vorstellen, im Funkhaus, hier sind überall Tonstudios. Hier sind nur so Nerds wie wir alle. Ja, ich wollte meinen Flitzer machen, wa? Ja, und lieber Cutter, können wir hier mal vielleicht so ein richtig episches Schwarz-Weiß haben, bitte? Danke. Aber ich habe keine Ahnung, wie du das spielen würdest. Wir müssen erst mal gucken, welche Tore. Weil es gibt so verschiedene Ausführungen. King of my Castle. Ist ja nicht viel, wa? Nee. What the hell is this? I never saw this, stupid. Ayo. Asiatische Akzente. In Malaysia bist und so und dann mit Asiaten sprichst, dann
adaptierst du das automatisch auch so. Also, oh, I see, ja. Echt? Ja. Yeah. I see, ah, oh, very, very nice, huh? You like my car? Yeah. I really like your car. I play piano now. I don't know if I can play, huh? Never played this before. Marty, call your Pete, help me out. Naja, es wär, stimmt, wenn du die legst, dann kann der Marty spielen. Ja, es ist nur. Das ist eigentlich nur D-Moll und A-Moll, wa? Ach, weiß. Warte, stopp, stopp. Okay, ja. You can play, ja. You play, I play, ja. Okay. Yeah, very nice, ja. Huh? Yeah. It's good to be here with you, huh? Ja, play. I love it. Play, my lover. All right, sir. Ja, so ist es. Das hast du auch mal geremixed oder so, ne? Ja, weil das war einfach für Ghost in the Shell eigentlich, weil da kam ja der Film raus und da wurde ich angefragt eigentlich für Ghost in the Shell irgendwas zu machen und dann habe ich gesagt, ja, ich würde gerne King of My Castle machen, weil da gab es ja dieses tolle Musikvideo. Mhm. Und dann? Und dann, ja, da wurde nichts raus. Da habe ich gesagt, okay, scheiße. Da habe ich es einfach so gemacht. Ja, trotzdem war es auf Spotify. Oh Mensch, ja. Hör mal. Ja. Manchmal beginnt alles in dem Moment, wo es nicht geklappt hat. Must be the reason why I'm free, my
Accompaniment guy. Yes, I like to good play around. Okay, bye. Also, bravo, Mari. Very good. Maria, sing Maria. Here, sound. Maria, I like it now. Oh no, it's wrong. Yeah. No. Maria. This is a different song. Maria, I like it now. Yeah. Nichts gut. Deprimierende Texte. Also es ist sehr depressiv und traurig. Es ist nicht sehr depressiv und traurig, es ist aber halt ein bisschen ernster und so. Ja. Dann lass uns doch mal zum Beispiel What is Love spielen in der Depri-Version. What is love? Also nicht schon wieder D. Und dann kannst du. Baby, don't hurt me. Don't hurt. Scheiße, Entschuldigung, warte mal. Baby, don't hurt me no more.
together or separate. Matter of fact, it is harder to tell if this is what I want. Manning on an endless track, it's a hard to get to you. You ever mentioned that you're behind where the trenches set, and I'm stuck in detention class. Suddenly all the colors appear. Open my eyes and I'm all up here. I better close my eyes, cause the vision is the lie. Focus on my mind, hope that I'll be fine. Choosing the right side, choosing the right side, choosing the right side. Suddenly I got you on my mind, you on my mind, you on my mind. Egal, ich habe noch nie in so einem Raum gejammt im Prinzip. Also auch jetzt gerade. Ich habe keine Ahnung, okay, was spielen die Boys? Keine Ahnung. Was passiert? Keine Ahnung. Lass einfach mal Mucke machen. Mega cool. Prinzip Bongo. Cool, dass du mitgemacht hast. Das war, ey, danke. Das wirklich. Voll schön. Nice. Schön, dass du da warst. Ey, danke. Vince, ohne Witz. Hast du mich eingeladen. Danke, danke, danke. Aber ist cool. Hey, danke fürs Zuschauen. Tschüss.